Nun ist es endlich fix. Die australischen Rockstars von AC/DC gehen diesen Sommer auf Stadiontour und spielen dabei gleich zweimal im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern und zahlreiche Gerüchte machten auf diversen Fanportalen die Runden. Gehen die Rock-Superstars von AC/DC wirklich wieder auf Europa-Tournee? Nun ist es offiziell und Angus Young und Co. werden 2024 bei gleich zwei Kronenkonzerten das Wiener Happel-Stadion rocken. Im Zuge ihrer Power-Up-Tour machen die Australier am 23. und am 26. Juni bei uns Halt und werden unter Garantie zwei unvergessliche Abende zelebrieren. Via Instagram heizen AC/DC vergangene Woche schon selbst ein. Mit ihrem markanten Blitz und der Botschaft Are you ready? Sorgte man bei Millionen von Rockfans für Schnappatmung. Monatelang wurde über ein Comeback der australischen Toprocker spekuliert. Das letzte Mal war die Band 2016 unterwegs und begeisterte die Fans natürlich auch im Happelstadion. Damals noch mit Guns N' Roses Frontman Axl Rose, der den an einem Hörsturz leidenden, enthartmäßigen Sänger Brian Johnson ersetzte. Der kehrte dank moderner Technik aber wieder zurück und zeigte beim bislang einzigen Auftritt in den letzten 8 Jahren, dem Power Trip Festival in Kalifornien vergangenen Oktober, dass er wieder in absoluter Topform ist. Gitarrenheld Angus Young passte die Schuluniform auch noch wie angegossen. Die Hitpalette reichte von den Klassikern Black and Black und Highway to Hell zu Have a Drink on Me oder dem sogar erstmal überhaupt live gespielten Shot in the Dark. Ein Fragezeichen steht aktuell noch hinter Bassist Cliff Williams, der sich die Tourstrapazen nicht mehr antun möchte. Der Nachfolger wird noch sondiert. Man darf sich also auf die Rockshow des Jahres gefasst machen, wenn AC/DC am 23. und 26. Juni gleich zweimal das sicherlich immer ausverkaufte Wiener Ernst-Happel-Stadion beben lassen. Der Kartenvorverkauf für die Stadion-Gigs startet diesen Freitag, dem 16. Februar, unter www.oeticket.com. Dann heißt es schnell sein, denn die Tickets werden erfahrungsgemäß schnell weg sein.